Es sollte eigentlich der schönste Tag ihres Lebens werden. Aber die 4000 Passagiere des Kreuzfahrtschiffes Victoria kamen nicht an ihrem Zielhafen an. Die Gründe jetzt von unserem Reporter live vor Ort. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir melden uns heute live vom Ilsesee. Heute sollte eigentlich der große Tag sein, an dem das Kreuzfahrtschiff Victoria eben an diesen Steg anlegen sollte. Doch ein unbekannter Scherzbold hat den Stöpsel in See gezogen, sodass nicht genügend Wasser da ist, um an dieser Anlegestelle überhaupt anlegen zu können.